Ich bin Wirtschaftstheoretiker und beschäftige mich mit Mikroökonomik. Insbesondere interessieren mich grundlegende Fragen. Warum gibt es überhaupt Unternehmen? Was unterscheidet Transaktionen innerhalb von Unternehmen von Transaktionen, die über den Markt abgewickelt werden? Welche Auswirkungen haben unterschiedliche Eigentumsstrukturen, etwa im Hinblick auf Investitionsanreize? Wie sollte man öffentliche Projekte organisieren, etwa um Kostensteigerungen zu vermeiden? Ich untersuche diese Fragen mit Hilfe der ökonomischen Vertragstheorie, das heißt anhand von formalen Modellen, in denen Informationsasymmetrien eine zentrale Rolle spielen. Spannend finde ich es auch, vertragstheoretische Ideen experimentell zu testen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute Ideen oftmals im Dialog entstehen. Und was mir bei der Arbeit ganz besondere Freude bereitet, das ist die gemeinsame Forschung mit meinen Co-Autoren.